die Praxistage 2019? Sehr gut, ausgezeichnete Vorträge in diesem Jahr. Mhm. Bin ganz begeistert. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Sehr gut. Für mich waren vor allem die Podiumsdiskussion der CIOs besonders interessant, wo über die Strategie und die unterschiedlichen Herangehensweisen bei Digitalisierung gesprochen worden ist. Und da waren viele praxisbezogene Themen, aber auch überraschende Hinweise. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Wunderbar, also ich bin das erste Mal da und ich bin sehr positiv überrascht. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Gefällt mir gut, ich war letztes Jahr schon dabei und ich fand auch die Diskussion heute Morgen sehr, sehr interessant. Also die Podiumsdiskussion mit den verschiedenen Teilnehmern aus der Industrie. Ich bin beim IT, Austin Institute of Technology, bin ich auch tätig, eben ja, Forschung und Praxis zusammenzubringen. Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Veranstaltung zum Vernetzen. Also sehr gelungen. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Ja. Was den Nachmittag betrifft, ausgezeichnet. Da waren sehr, sehr gute Referate drinnen, fachorientiert, die sich auch kritisch mit der Digitalisierung auseinandergesetzt haben. Für mich selbst ist Digitalisierung ein Passwort und das ist endlich einmal aufgegriffen worden, dass das so nicht hält. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Bis jetzt ausgezeichnet. Es war viel Informatives dabei. Und auch ein paar Dinge, die ich vorher noch nicht gewusst habe. Allerdings muss ich auch sagen, Problembewusstsein ist auch zusätzlich entstanden. Zum Beispiel, was Menschenrechte und Digitalisierung anbelangt. Das halte ich für ein noch sehr wenig diskutiertes Thema. Grüß Gott, wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Ja, vielen Dank, sehr gut. Ich bin zum dritten Mal da und immer was Neues. Also ich habe neue Leute kennengelernt und inhaltlich super. Location perfekt, ja. Danke. Ja, danke. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Ja, ich muss schon sagen, dass diese Praxistage sehr informativ sind und heuer haben wir auch, besonders mit dem Schwerpunkt auf Digitalisierung, hat man schon wirklich, sagen wir, den Puls der Zeit getroffen und somit denke ich mir, das wird ein Erfolg werden. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Ja, war sehr spannend, es hat sehr viele interessante Vorträge gegeben und war eine sehr nette Veranstaltung, ist noch eine sehr nette Veranstaltung, ja. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Also die Vorträge sind meiner Meinung nach sehr gut gestaltet und sehr gut zusammengestellt. Von den Themen ziemlich situationsnah und real. Finde ich gut. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Also mir gefallen die Praxistage 2019 ausgezeichnet. Ich fühle mich wirklich abgeholt bei den Gedanken, die ich in den letzten Monaten hatte und freue mich speziell über das virtuelle Haus und werde auch an dem physischen Experimentierhaus meinen Beitrag leisten. Sehr gut, gibt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte und ja, interessante Eindrücke. Sehr praxisorientiert. Also man hört Sachen, die man sonst nie hören bekommt und eben sehr praxistauglich. Ja. Wirklich vom Leben. Ja. Die Fachvorträge sind sehr spannend, sind sehr interessant. Speziell vermutlich für Leute, die jetzt noch nicht so mit der Digitalisierung zu tun haben, vielleicht noch ein Tick interessanter. Wie gefallen Ihnen die Praxistage 2019? Ja, bisher sehr interessante Vorträge und noch interessante Gespräche mit den Teilnehmern. Gefällt mir sehr gut.